bei Operation XXL aus dem Kaffeetraum in Bugeilendorf. Ich bin der Lütz und das ist der Kalle. Jo, das bin ich. Jo, und wir machen heute was. Und zwar, wer von uns kennt das nicht, man ist auf der Beerdigung von einer Ex-Frau, sieht, wie die gerade nach unten geht und denkt sich, boah, jetzt eine Beefy. Ja, und da ist die Mutter noch gar nicht im Torf. Da hat man schon wieder Bock auf die nächste, weil die schon weg ist. Wir haben hier mal so eine Beefy-Roll. Jo. Das ist es wohl. So, und unser Fachwissen wird nun eingesetzt, um hiervon eine XXL-Variante zu machen. So, jetzt ist es natürlich so. Die Firma Beefy heißt sie, glaube ich. Nö, die hat sich überlegt, machen wir selbst eine Beefy XXL-Roll. Die sieht so aus. Wir halten das mal direkt daneben. Jawohl. Auch sicher. So, aber das ist ja alles nur mal Kinder hier, wolltest du das, richtig? Jo, Kalle, das ist ja nicht so. Das ist ja nicht wirklich viel größer, ne? Nee. Nö. Und nö ist unser Projekt für heute, Operation XXL. Wir machen eine richtige XXL-Rolle. Ne? Jo. Jawohl. Und dazu hat der Kalle sich ein Rezept rausgesucht aus dem Internet. Hat er das überhaupt noch auf? Das Internet hat immer auf. Auch sonntags? Sonntags und feiertags. Das ist ja wie bei Schwiegermutter. So, und nun würde ich mal vorschlagen, dass wir auch schon anfangen, weil die Zeit rennt, Kalle. Ja. So, ich habe hier mal schon mal die Waage besorgt für das Mehl. Kalle, da fehlt doch was. Da fehlt doch die Schüssel. Wo hast du die Schüssel wieder hingepackt? Ich bin ruhig. Geht doch. Action. Und wir werden... Wo ist die Kamera? Da. So, wir werden nun das vorhandene benötigte Mehl abwägen. Kalle, wie viel brauchen wir davon? Ja, das habe ich schon mal auswendig aufgeschrieben. 600 Gramm. 600 Gramm. So, dann packen wir die 600 Gramm auf die Waage. Das kann ein Weilchen dauern. Fertig mit euch. Hättet? Das sieht aus wie 600 Gramm. Das sind 600 Gramm. So. Und nun können noch die restlichen Zutaten rein, wa? Jo. So, was wäre das denn, Kalle? Ja, pass auf. Das ist eine Prise Zucker, eine Prise Salz, zwei Eier, ein Würfel selbstgejagte Hefe, Mehl haben wir schon. Prise Muskat, 80 Gramm Butter. 80 Gramm Butter. Jo. Butter von der Mutter. Und nun werden wir in unserer Zentrifuge für Teich die Teilchen beschleunigen. Jo, da brauchen wir die Kernspaltung mal in Gang setzen, wa? Jawohl, dazu gehen wir hier mal rüber. Ja.
So, wie lange wollen wir das jetzt hier rühren lassen, Kalle? Ja, ich würde mal sagen, besser 2 Minuten langsam, 6 Minuten schnell. Macht zusammen 12 Minuten. Dann können wir es abstellen, oder? Jawohl. Dann machen wir. Geil, oder? Diese Technik. Haben wir drüben nicht gehabt. Das sieht gut aus, weißt du? Das sieht gut aus. So, jetzt packe ich jetzt noch mal ein bisschen Mehl dabei, damit er nicht so klebt. In der Zwischenzeit beschäftige dich mit meinem Kollegen. So, das bin dann ja wohl ich, ne? So, ich werde dann schon mal die Salami vorbereiten. Ich habe hier eine geholt. Bei Feinkost Albrecht. Die Kollegen haben gesagt, Aldi darf ich nicht sagen. So, also werden... So, und deswegen werde ich nun die Salami schneiden. Butterweich rausgezogen. Ich kaufe immer die Salami beim Albrecht, weil da sind weniger Gräten drin wie bei den anderen. So. Kommt man sich natürlich beim ersten Schnitt immer vor wie bei einer Bar Mitzwa. So, hier schneiden wir auch nochmal ein Stück ab. Und werden nun den Schnitt hier vollziehen. Und dann brauchen wir das nötige Feingefühl, um diese Salami von ihrer natürlichen Regenjacke zu befreien. So. Sieht lecker aus. Genauer gesagt, sieht es aus, als wenn es schon mal lecker war. So. So, Kalle, ich wäre dann soweit. Jo, ich auch, weißt du? So, und nun sind wir auch schon wieder dabei. Und der Kalle, der wird nun den Teig dementsprechend, wie wir ihn benötigen, auch hinlegen. Platzieren, so, das war das Wort. Homot, da wir kein Nudelholz besitzen. Das kann Nudelholz sein. Ne? Du hast kein Nudelholz? Oh, die ganze Kacke ein bisschen länger. Also nehmen wir einfach die Salami. Scheiß, reicht. So, ich schau dir an. Passt. So, und nun würde ich vorschlagen, tun wir auch das Herzstück. Genau, die Kern der Beefy Roll. Langsam, aber sicher platzieren. Und nun werden wir, wenn der Kameramann mal hier drauf hält, zumachen. Kalle, ich überlasse dir die Ehre nun, die weitere Drecksarbeit zu machen. Das sieht sehr gerollt aus, jo. Wir müssen nun die Taschen noch etwas drücken. Dazu, ich nehme am besten mal einen Vergleich. So. So wird jetzt das Original aussehen. Ja. Kommt dem ziemlich nahe. Nur ein bisschen größer. Ne wahr? Hier noch Zacken rein. So. Und nun die Einstiche. Ich schließe das Beweisstück nochmal eben in die davor gesehene Aufbewahrungsbox. Scheiße, ich hab den gesagt, das dauert, aber der hat mir nicht geglaubt. Der ist immer noch am Meckern. So ein Gitter machen wir. Du hast mein Gitter?
Hinter Gitter. Ist kein Pörbefilm. Willst du die Schmiede auf dem Blech machen? So, und das Ganze tun wir nun in den Öfen, der vorgeheizt wurde, auf 205 Grad. 205 Grad. Für ungefähr 20 bis 30 Minuten. 30 Minuten Minimum. Dann los. Ist doch da. Dann muss man die Start drücken. Nein. Play-Knopf ist nicht da. Alles klar. Dann warten wir jetzt genau 30 Minuten. Soll ich das nun? So, das ist die normale Variante und das ist die XXL-Variante. Und das ist unsere XXL-Variante. Kalle. Sieht gut aus, ne? Jo. Dann schneiden wir es jetzt mal an. Aber nimm es erstmal von dem Gitter runter. Nun schneid an die Sau. Den Puter. Wie schneidest du den Puter? Mach mal eine gerade Linie. Und los! Jetzt schneid erstmal hier auf, damit wir gucken können, wie das da aussieht. Tada! So, und nun gucken wir da rein. Na, das ist doch genau das Gleiche. So, und nun können die Verwandten kommen und man kann wunderbar das Original nehmen oder aber auch unsere XXL-Variante. Guten Appetit! Jawohl! Hey! Mach mal schon! Wir sind schon auf Sendung, du Arschloch! Warum hast du nicht hingehört? Weiß ich nicht! Ich hab nichts gesagt! Du hast nichts gesagt! Action! Ja, aber! Okay! Action! Action. Ja, hallo Freunde, hier sind wir wieder. Ich bin der Lütz, das ist mein Kollege, der Kalle. Jo, den, ja, ja. Ich mach diesmal nicht vergangen. Jetzt. Jo, Kalle, du kennst das bestimmt. Und zwar, man ist auf der Beerdigung, die... Jo. Action. Läuft? Ja. So, und nun wollen wir auch schon anfangen, Kalle? Ja, ja.
und ich hab hier, was brauchen wir zuerst als Zutat? Zutat? Mehl. Mehl, das ist dieses weiße Zeug vom glücklichen Kühlen. Nee. Ja, weil du nicht durch die Nase schnupfst. Action! Kalle! Jo! Jo! Nun haben wir ja nun die Stunde, Quatsch, eine Stunde. Halbe Stunde? Halbe Stunde. Halbe Stunde mit Taschenbildern verbracht und nö. Warum lachst du denn? So, und nun werden wir exakt. Wie viel Mehl? 600 Tonnen. 600 Tonnen Gramm Mehl in dies. Diese Schüssel tun, du Arschloch! Action! Kalle? Kalle? Und? So, dann haben Sie ja die Zeit hier verbrochen mit dem Backen. Deine Freundin ist gerade die Tür hochgekommen. Action! So. Okay, Action! So, dann nehmen wir das Mehl. Kalle, komm hoch. So, dann haben wir fertig gebacken, das Brot. Ja. Ich sehe, was jetzt nicht noch gemacht, Alter. Oh, die Kälte bei dir mal in Gang setzen, ne? Jawohl, dazu gehen wir hier mal rüber. Alles klar. Kein Stroh? Kein Stroh. Die Kollegen haben gesagt, Aldi darf ich nicht sagen. So, also werden. Also werden wir da. Scheiße, mach mal. Was ist denn jetzt? Leg bitte kein Porno, mein Freund, ja? Halt mal ruhig!